Ich bin jetzt seit über 3 Jahren bei DWD aktiv und ich glaube, nicht ganz zufällig erinnere ich mich noch sehr, sehr genau an den Einstieg in diese Kampagne. Ich bin Januar 2021 zurück nach Berlin gezogen und hatte mich seit Wochen darauf gefreut, dann endlich wieder in Berlin wohnen, bei DWE mitmachen zu können, weil es stand direkt die sogenannte zweite Sammelphase, bevor alle Vorbereitungen für dieses Sammeln von mehr als 200.000 Unterschriften liefen bereits auf Hochtouren und mein damaliges Kiezteam, das Kiezteam Tempelhof Schöneberg, für dieses Kiezteam ging es mit einem ersten Sammeltermin am Rand vom Tempelhofer Feld los. Und es war wahnsinnig kalt, das war ungefähr minus 1 Grad. Und trotzdem freuten sich alle wie wahnsinnig, mit den BerlinerInnen darüber ins Gespräch zu kommen, warum wir Konzerne wie Deutsche Wohnen, Heimstaden, Akelios und Co. und die anderen riesigen Wohnungsbaukonzerne enteignen sollten. Buchstäblich überall in der Stadt ab diesem Moment standen Leute in gelb-lila Westen und haben Unterschriften für diese Enteignung gesammelt. Eine Situation, die ich mir ein paar Jahre vorher so hätte nicht vorstellen können. Diese Begeisterung und diese Freude an diesem Zeitpunkt und danach und der unbedingte Wille, diese Konzerne aus unserer Stadt zu jagen, hat mich mitgerissen und nicht nur mich, sondern hunderte SchülerInnen, Studis, Gastromitarbeiter, GewerkschafterInnen, LehrerInnen, Grafiker, Berliner Expats und viele mehr. Vereint in der Position als Berliner MieterInnen, sodass im Sommer 2021 Tausende zu AktivistInnen wurden, um für die Vergesellschaftung von Wohnraum und gegen Deutsche Wohnen, Aquelios, Vonovia und die anderen zu kämpfen. In der Kälte stehen und Politik machen, kennen sicher viele von euch viel besser noch als ich, oder du kennst auf jeden Fall aus euren Kampagnen und Bewegungen, vor allem gerade in der Klimabewegung, gemeinsam in Aktionen gehen und politische Momente erleben, die jahrelang Kraft geben. Die Dynamik, die Berlin im Sommer 2021 in gelb-lila, das sind die Symbolfarben von Deutsche Wohnen und Co. enteignen, gefärbt hat, war für mich genau so ein Moment und hat sehr, sehr viele andere Menschen auch zum ersten Mal fest politisiert. Die Vergesellschaftung hat Berlin elektrisiert und dazu geführt, dass am Ende, im September 2021, gebt mir gerne da ein bisschen Zeichen, ich leide dazu, dass über 1 Million Menschen im September 2021 knapp 60% für das Referendum gestimmt haben und wir dieses Enteignungsreferendum gewonnen haben. Sehr gut. Das ist mein erstes Symbolbild für das Thema Hoffnung, was ich dann mit DWE habe. In der Innenstadt wie in den Außenbezirken, in fast allen Berliner Bezirken, gab es eine Mehrheit für die Vergesellschaftung. DWE, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, war und ist eine mitreißende, eine dynamische Bewegung, in der es Spaß macht, Politik zu machen, linke Politik zu machen. Und ich glaube aber gleichzeitig ist Enteignung und Deutsche Wohnen und Co. enteignen radikal und utopisch genug für eine Art kraftgebende Hoffnung, dass sich endlich mal was ändert an dem Blödsinn, wie die Welt für diejenigen eingerichtet ist, die eben keine Fabriken oder keine Villen besitzen. Dass die Krise auf dem Berliner Wohnungsmarkt nachhaltig gelöst werden kann. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass es eben nicht nur die sehr berechtigte Wut auf die Aktionäre oder auf den CEO von Vonovia, Rolf Buch, ist, dass es nicht nur die sehr notwendige Wut über die Zustände im Berliner Wohnungsmarkt ist, und dass es nicht nur die Wut über die himmelschreiende Ignoranz der Berliner Sozialdemokratie ist und der Betonlobby, die so viele in Berlin für die Vergesellschaftung begeistert hat. Und ich glaube auch, es ist nicht nur der Umstand, dass es einfach sehr, sehr schön ist, in dieser Kampagne Politik zu machen. Man lernt sehr viele Ecken und Hausflure dieser Stadt kennen bei Haustürgesprächen und kann mit sehr vielen klugen Leuten Schabernack treiben. An der Stelle schicke ich nochmal Grüße raus an die GenossInnen, die gerade während wir diese Konferenz machen, eine 2000er-inspired DWE-Party machen, weil wir eine Bravo-Zeitschrift mittlerweile haben zum eigenen Thema, wo wir leider nicht sein können, aber hier ist es auch toll. Ich glaube, dass es nicht nur das ist, sondern dass die politische Hoffnung, die so viele von uns seit 5 Jahren antreibt und auch die Berliner WählerInnen mitgerissen hat,
dass die auch zentral etwas mit dem Instrument der Vergesellschaftung zu tun hat. Es ist auch eine Hoffnung, nämlich eine solche, dass wir die Wohnraumversorgung von 4 Millionen BerlinerInnen nicht eigennützig, das heißt zum individuellen Profit von Privateigentümern und riesigen Konzernen, sondern gemeinnützig, das heißt in Kooperation und Solidarität organisieren können. Dass wir die Grundlagen unseres Zusammenlebens, die Wohnungen, die Care-Infrastruktur, unsere Umwelt, nicht zum Profit von einigen wenigen Aktionären haben, sondern dass wir die Demokratie auch in die Wirtschaft einziehen lassen können. Und somit jenen die Kontrolle über die Wohnraum oder die Maschinen oder eben jene Care-Infrastrukturen zu geben, die alltäglich mit ihnen zu tun haben. Diese Hoffnung hat etwas mit Demokratie und etwas mit Eigentum zu tun. Und wir Berliner MieterInnen waren beileibe nicht die Ersten in der lohnabhängigen Klasse, die um diese beiden Dinge gekämpft haben. Vergesellschaftung war schon immer eine Kernforderung der ArbeiterInnenbewegung und vor über 100 Jahren das erste Mal auch unter diesem Begriff oder mit diesem Begriff. Während und nach der Novemberrevolution waren Hunderttausende, fast Millionen auf den Straßen, militant und mit Androhung eines Generalstreiks und forderten die Sozialisierung. Auch sie setzten anscheinend ihre Hoffnung in das Instrument der Vergesellschaftung. Man kann rückblickend davon sprechen, dass wir also 1919, vor über 100 Jahren, in Deutschland eine starke Sozialisierungsbewegung hatten. Also eine Bewegung für Vergesellschaftung und trotz kleinerer begrifflicher Differenzen würde ich einfach sagen, wir nutzen diese beiden Begriffe synonym, es ist ein bisschen wurscht. Die organisierte ArbeiterInnenbewegung kämpfte und streikte für die Sozialisierung, für Demokratie im Betrieb, für ein Ende der Tyrannei der Kapitalisten, für ein besseres Leben, für mehr Lohn und für viele ArbeiterInnen auch für einen Krieg, für das Ende von Krieg und Kapitalismus. Sie steckten ihre Hoffnung auf dieses bessere Leben in das Ende von Privateigentum in der Wirtschaft und für Demokratie in dieser Wirtschaft. Ich glaube, dass es für das vor uns liegende Wochenende total lohnt, ein wenig genauer hinzuschauen, was die Hoffnung der ArbeiterInnen in dieser Sozialisierungsbewegung vor 100 Jahren und die MieterInnen, die in Berlin für die Vergesellschaftung kämpfen, verbindet, was aber auch trennt. Und wie das damit zusammenhängt, dass sich fast dreimal so viele Interessierte für dieses Wochenende angemeldet haben, als wir Platz haben. Was wir also aus der hinter uns liegenden sehr, sehr langen Geschichte von Kämpfen lernen können, was wir uns aber an diesem Wochenende auch neu ausdenken müssen. Warum macht also Vergesellschaftung den Leuten damals wie heute Hoffnung auf eine befreite Zukunft und gibt ihnen so viel Energie für Bewegung, Aufstand und Protest? Es ist, glaube ich, auch eine sehr notwendige Spurensuche nach Antworten auf die wichtige und auch kompliziertere Frage, als man denkt, was ist eigentlich Vergesellschaftung? Und auch für uns dieses Wochenende, was verändert sich, wenn wir als linke Bewegungen eben diesen strategischen Fokus auf Vergesellschaftung setzen? Und wie konnte es nochmal passieren, dass wir im Grundgesetz sogar einen extra Artikel haben, der uns diese Vergesellschaftung sogar mit dem bürgerlichen Staat und Kapitalismus erlaubt? Was also ist Vergesellschaftung? Dass auch der Kapitalismus vergesellschaftet, und zwar durch Konkurrenz und durch Trennung, das ist sehr spannend zu verstehen und das hat uns auch Binia Damczak vor 2 Jahren schon mal bei einer Konferenz sehr ausgiebig erklärt und hört da am besten nochmal in ihren Vortrag rein. Ich finde das auch eine wunderbare Grundlage für unser Thema. Das ist aber begrifflich nicht der Bezugspunkt, wenn wir sagen Vergesellschaftung. Wenn wir Vergesellschaftung sagen, dann beziehen wir uns auf die Aufhebung eben jener Art und Weise, wie im Kapitalismus Wirtschaft und Gesellschaft organisiert wird. Das Schlagwort, was uns also zusammenbringt, auch an diesem Wochenende, ist die Alternative zur kapitalistischen Vergesellschaftung, in der das Privateigentum eine immense Rolle spielt. Wenn wir Sozialisierung oder Vergesellschaftung sagen, dann meinen wir, wie finde ich Bini das wirklich wunderschön formuliert hat, das Ziel und den Prozess, der an die Stelle von Konkurrenz die Kooperation setzt, an die Stelle von Ausbeutung und Hierarchie die demokratische Gleichheit, und an die Stelle von Ausschluss oder Zwangszugehörigkeit eine freie Assoziation. Wenn wir Vergesellschaftung sagen, dann meinen wir also die demokratische Vergesellschaftung. Mit demokratischer Vergesellschaftung stellen wir also in Frage, nein, wollen wir am besten beenden,
dass einige wenige Menschen Eigentumstitel an den Wohnungen haben, in denen wir leben, den Maschinen, mit denen wir Produkte produzieren, die wir alle zum Leben brauchen, an den Pflegeeinrichtungen, in denen sich um unsere Liebsten gekümmert wird, oder an der Braunkohle, die im Boden bleiben muss, statt verfeuert zu werden. Wir wollen vor allem beenden, dass diejenigen, die diese Eigentumstitel haben und damit über dieses Privateigentum an diesen Dingen sich unrechtmäßig Gewinn daraus aneignen und auch durch dieses Privateigentum an diesen Dingen fast alleine darüber entscheiden können, was damit passiert, nämlich verbrannt, ausgebeutet oder übernutzt. Doch auch wenn es mit diesem Instrument der Vergesellschaftung anscheinend, finde ich schon offensichtlich, um das große Ganze geht, kann man darum sehr konkret und gewinnbare Kämpfe führen, wie Deutsche Wohnen und Co. Eignen, finde ich, in Berlin gezeigt hat. In Berlin haben sich 2018 MieterInnen gegen diesen furchtbaren privaten Vermietungskonzern Deutsche Wohnen gewehrt und organisiert. Darauf aufbauend entstand unsere Kampagne und die Idee, diesen Konzernen grundlegend das Handwerk zu legen und sie aus der Stadt zu schmeißen, also maybe sie zu enteignen. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Eignen suchte dafür in den Anfängen der Kampagne einen Hebel und fand die doch vielleicht unvollendete Geschichte von diesem Artikel 15 in unserem Grundgesetz. Und was ich, glaube ich, ganz spannend finde, dass aus dieser Berliner Kampagne, aus diesem mietenpolitischen Kampf, den wir nun seit 5 Jahren führen, sich ein relativ konkretes Verständnis von Vergesellschaftung entwickelt hat, das jetzt nicht unbedingt so aus der Theorie kommt oder so. Und ich glaube, mit dem können wir ganz gut weiterarbeiten, auch für dieses Wochenende, weil es aus dem Bewegungskontext kommt, ist es, glaube ich, ein im besten Sinne praxisorientiertes Verständnis von Vergesellschaftung, das aber auch die ganz so Spuren von der großen und langen Geschichte von Sozialisierung enthält. Dann könnten wir sagen, demokratische Vergesellschaftung besteht in diesem Sinne aus 3 Elementen. Zum ersten die Änderung einer Eigentumsform oder der Eigentumsform. Ich finde, das können wir der Einfachheit halber Enteignung nennen. Die Wohnungen gehören nicht mehr Deutsche Wohnen, Vonovia oder Akelius. Da hört es aber nicht auf. Wir wollen weder diese Wohnungen dem Staat zurückgeben, noch einfach nur die Eigentumsform oder den Eigentumstitel ändern. Das heißt, zum Zweiten geht es um eine Änderung des Wirtschaftszwecks von der Profitorientierung für wenige zur Gemeinwirtschaft. Das heißt, die Wohnungen werden nicht mehr bewirtschaftet für Gewinn von den Eigentümern von Deutsche Wohnen, sondern im Sinne der sozialen Versorgung mit Wohnraum. Und drittens die Demokratisierung statt der Kontrolle durch die EigentümerInnen oder den bürokratischen Staat. MieterInnen und Stadtgesellschaft entscheiden stattdessen über Art und Weise der Verwaltung von diesem Wohnraum. Man merkt, Anspruch und Hoffnung an Vergesellschaftung ist sehr groß und sehr umfassend, doch praktischerweise gibt es einen Artikel relativ weit vorne im Grundgesetz, der uns dieses Instrument in der Bundesrepublik erlaubt. Kannst du der da? Sollte den mitbringen, wurde gesagt. Weil ich glaube, der ist an sich ganz spannend, weil es schon irgendwie, finde ich, immer sehr, sehr nice ist, sich zu vergewissern, dass es einen Artikel gibt zur Ermöglichung dieser Sozialisierung in diesem Grundgesetz. Und woher der auch kommt. Weil die Geschichte der Arbeiterbewegung hat uns diesen berühmten Artikel beschert, diese Rechtsnorm, also man könnte fast sagen, eine Art Rechtsanspruch auf demokratische Vergesellschaftung, der dann bei uns in Berlin zum Hebel für die Umsetzung unserer Forderungen wurde. Und ich glaube, es lohnt sich, wenn wir da kurz reinschauen in diese Geschichte, weil bei den SozialistInnen vor 200 Jahren und auch durch Marx wird die Kritik am Privateigentum der zentrale Pfeiler in der Kritik am Kapitalismus und das Gemeineigentum, der Gegenspieler zu diesem Privateigentum, wird eine zentrale politische Forderung als Alternative dazu. Vergesellschaftung oder Sozialisierung wird zur Parole der ArbeiterInnenbewegung und findet sich auf den Schildern der Protestierenden in und nach der Novemberrevolution. Leider hat uns die Geschichte gezeigt, dass 1919 nicht im großen Stil vergesellschaftet wurde. Die Arbeiter bekamen nicht das Ende des Kapitalismus, sondern welch eine tragisch lustige Parallele zu heute, eine Sozialisierungskommission. Auch wir haben 2021 nach dem erfolgreichen Referendum erstmal eine Kommission bekommen. Nach sehr viel Arbeit mit dieser Kommission hat dann auch die Kommission gesagt, das Grundgesetz gilt auch in Berlin. Und wir hatten währenddessen aber schon eine neue Regierung und einen CDU-Bürgermeister, der dann extrem unwillig diesen Bericht, wo drin steht, ja, man kann Vergesellschaften, entgegennehmen musste. Das war dieser Moment.
reicht das wieder, kannst du einmal stimmen. Dankeschön. Doch, ich finde es sehr wichtig, weil auch wenn nicht vergesellschaftet wurde, mit dem Druck eines Generalstreiks wurde die Möglichkeit der Vergesellschaftung in die Weimarer Verfassung aufgenommen und bei Gründung der BRD schaffte es dieser Artikel erneut in unsere Verfassung, unsere, in die demokratische Verfassung. Als Artikel 15 des Grundgesetzes, vor allem mit dem ersten sehr spannenden Teil, könnt ihr es alle lesen, ich lese es mal vor, vielleicht kann man es hinten überhaupt nicht lesen. Artikel 15 heißt, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zweck der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum und in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Man kann also, genau, und dieser Artikel 15 schlummert als quasi Rechtsanspruch für uns alle, zur Vergesellschaftung dort seit 75 Jahren. Man kann also per Gesetz vergesellschaften, aber so wirklich wurde das noch nie, ist das noch nie passiert. Ziemlich ernüchternd, könnte man an der Stelle denken. Wir haben also das Kräfteverhältnis zwischen Arbeiterinnenbewegung und Kapital vor 100 Jahren gegossen und erstarrt in einem Rechtsanspruch im Grundgesetz, aber sonst nicht so viel. Doch das würde übersehen, was für ein scharfes Schwert diese Vergesellschaftung mit und durch diese Geschichte ist, wie stark das Ringen um Vergesellschaftung den Verlauf unserer Geschichte bestimmt hat damit. Man kann also sagen, Vergesellschaftung ist relativ konkret umsetzbar, erkämpfbar und weist trotzdem erstaunlich weit über den Kapitalismus hinaus in diesem Kampf um die Umsetzung. Vergesellschaftung kann also eine Art sozialistische Reform sein, die das Kapital an einigen Stellen zurückdrängt und uns als Bewegung bessere Bedingungen für nächste Kämpfe gibt. Vergesellschaftung hat also schon vor 100 Jahren den ArbeiterInnen Mut und Hoffnung gemacht, weil man nicht nur gegen die Profitlogik kämpft und nicht nur gegen diese Konzerne, sondern auch für etwas, was eine bessere Zukunft bedeutet, nämlich Gemeineigentum. Und glücklicherweise haben wir dadurch, durch diese Geschichte, heute sogar einen solchen Artikel im Grundgesetz, auf den wir uns beziehen können, was es auch schon wirklich viel schwieriger macht, das einfach nur als linkes Hirngespinst abzutun. In diesem Artikel steckt also unsere Geschichte, in der wiederum versteckt liegt, welche Sprengkraft im Programm der Vergesellschaftungsforderung und den Kämpfen darum steckt. Beim Thema Hoffnung, Programm, kannst du nochmal das nächste? Das ist auch nochmal einfach. Ja. Ich glaube, aus dieser Geschichte unserer GenossInnen von damals, als Fundus von Ideen und Geschichte, können wir als Bewegung schöpfen. Und mir macht das ehrlicherweise Mut, weil das auch heißt, dass wir uns nicht alles neu ausdenken müssen. Und mir gibt das bei DWE einen Kompass und Halt, weil man anscheinend mit Sozialisierungskämpfen und dem Kampf für Gemeinwirtschaft schon seit über 100 Jahren die Besitzenden auf die Palme bringt. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass wir damit auf einem sehr richtigen Weg sind. Soweit also zu der nicht ganz einfachen Frage, was ist Vergesellschaftung? Da könnte ich aufhören an der Stelle. Aber ich glaube, zwei sehr wichtige Fragen fehlen uns noch, die auch für dieses Wochenende, glaube ich, wichtig werden. Und an diesen Fragen wird, glaube ich, deutlich, wo wir uns eben nicht nur auf diese Geschichte stützen können, sondern wo wir uns auch neue Gedanken machen müssen. Und das ist, glaube ich, bei den Fragen, wofür und wie eigentlich vergesellschaften. Es ist ein bisschen offensichtlich, aber ich glaube, es ist gleichzeitig eine wirklich ernsthafte Herausforderung für uns an diesem Wochenende. Denn vor 100 Jahren wollte man mit Sozialisierung weniger Ausbeutung der Arbeitenden oder man wollte mehr Produktivität erreichen, die dann halt direkt den Arbeitenden oder den KonsumentInnen zugutekommt. Oder man wollte zum Beispiel Wirtschaftsmonopole brechen, die zu Wucherpreisen führten. Heute kämpft DWE für Gemeineigentum statt Privateigentum im Wohnungssektor, um die Wohnraumkrise zu lösen. Der Zweck der Vergesellschaftung ist in diesem Fall eine angemessene und demokratische Versorgung mit Wohnraum. Das ist auch noch für total viele sehr intuitiv, weil wir Erfahrungen damit haben, dass zum Beispiel Genossenschaften oder kommunale Wohnungsbaubetriebe nicht alles, aber doch schon sehr viel besser machen als Vonovia oder Akelios oder Heimstaden. Doch bei Vergesellschaftung im Angesicht der Klimakrise ist es ein bisschen eine andere Geschichte und wir können auch deutlich weniger solche Erfahrungen zurückgreifen. Der Zweck, also das Wofür Vergesellschaften,
ist im Kontext der sich verschärfenden Klimakrise ein gänzlich anderer als vor 100 Jahren oder auch bei DWE zum Beispiel. Es geht uns nicht um Sozialisierung für mehr Produktivität, es geht uns auch nicht um Sozialisierung für mehr Leistung, die dann halt direkt den ArbeiterInnen zugutekommt. Das Gegenteil ist fast der Fall. Das Wirtschaftswachstum und Kapitalismus ist mit die Wurzel der Klimakrise. Das heißt, es kann sein, dass es uns bei Vergesellschaftung um eine, sagen wir, ökosozialistische Reformstrategie gehen muss. Vergesellschaftung gegen den Wachstumszwang, Vergesellschaftung für demokratisch gesteuerte Konversion statt CO2-Preis, Gemeinwirtschaft statt Green Economy. Man könnte da vielleicht abrutschen, wenn man sich dann fragen könnte, warum dann überhaupt dieses Instrument, wenn wir uns doch die Zwecke ganz neu ausdenken müssen. Ich glaube aber nicht, dass es aufgrund dieser Geschichte die Vergesellschaftung das falsche Instrument in Zeiten der Klimakrise ist, denn die Mächtigen dieser Welt, die Besitzenden, können ja gerade wegen des Privateigentums die Welt und die Natur fein säuberlich in kleine Eigentumstitel aufteilen und zu ihrem eigenen materiellen Vorteil diese Welt sich untertan machen. Es ist dabei gerade das Privateigentum, das den GroßgrundbesitzerInnen dieser Welt das abgesicherte Recht verleiht, den landwirtschaftlichen Boden zu übernutzen oder zu zerstören. Und es ist und bleibt gerade das Privateigentum, das es RWE erlaubt, die Braunkohle unter Lützerath zu verfügen, wie es ihnen und dem Interesse ihrer Aktionären beliebt. Doch zum Beispiel bei der Kampagne von RWE und Co. enteignen, merkt man, finde ich, sehr schnell die Herausforderungen des Wofür-Vergesellschaften, sehr konkret. Und ich finde, die Kolleginnen von RWE und Co. enteignen machen da echte Pionierarbeit für uns, Pionierinnenarbeit für uns. Schauen wir uns das kurz genauer an. Wir müssen RWE vergesellschaften, sodass die EigentümerInnen, also die Aktionäre von diesen Schweinekonzernen, nicht mehr die Kohle im Rheinischen Revier ihr Eigentum nennen können. Und damit sie nicht mehr dadurch das Recht haben, sie zu verbrennen, vor allem für ihren eigenen Profit. Wir wollen aber auch nicht, dass der Konzern mit Milliardengewinn an der Energiewende mitmacht, das heißt auf Kosten der Beschäftigten, durch Raubbau im globalen Süden oder auf unsere Kosten, den Stromkunden. Der Zweck einer Vergesellschaftung von privaten Stromkonzernen ist also sehr vielfältig und das sind viele neue Zwecke. Die Braunkohle, die RWE sein Eigentum nennt, muss im Boden bleiben, in NRW und überall auf der Welt. Es geht um ein stabiles Energiesystem, es geht um Sozialtarife, also günstigere Energie für die, die gerade von Stromabklemmungen betroffen sind. Es geht vielleicht darum, den Umbau von diesem fossilen Megakonzern zu beschleunigen oder überhaupt erst zu ermöglichen. Und das heißt, dass wir im Angesicht der Klimakrise die Zwecke und vor allem an diesem Wochenende uns das vornehmen, für Vergesellschaftung erweitern und teils neu bestimmen müssen. Wir wollen vergesellschaften, um die Kohle im Boden zu lassen, also Vergesellschaftung zur Nichtbewirtschaftung. Wir wollen vergesellschaften, um einen klimagerechten Umbau von Produktion und Infrastrukturen schneller hinzubekommen, also die Macht der Eigentümer brechen, die ständig die Energiewende bremsen oder verhindern wollen. Und wir wollen vergesellschaften für einen sozial gerechten Umbau statt eines grünen Kapitalismus. Und genauso deutlich, wie ich glaube, an dieser Stelle wird, dass wir das Warum vergesellschaften, das Wofür vergesellschaften, angesichts der Klimakrise erneuern müssen, so klar ist auch, dass wir als MieterInnenbewegung, wo ich herkomme, und als Klimabewegung, als auch als potenzielle gemeinsame überregionale Bewegung für Vergesellschaftung, heute ganz andere Bedingungen haben. Simon und Joom haben schon angedeutet. Das heißt, wir müssen uns auch sehr genau fragen, wie vergesellschaften, wie können wir um Vergesellschaftung kämpfen? Was können verschiedene Formen für Bewegungen und Kampagnen sein? Was sind mögliche Bündnisse und Praxisformen? Was sind Strategien zur Organisierung? Und was kann vor allem auch ein langfristiger Plan sein, um Macht aufzubauen, um Vergesellschaftung nicht nur zu fordern, sondern auch durchzusetzen? Und fast genauso wichtig für die Antwort auf das Wie ist damit die Frage, wer kämpft in so einer Vergesellschaftungsbewegung? Und in Klima-Enteignungskämpfen. Vor allem wir AktivistInnen, sind es die StromnutzerInnen, sind es die ArbeiterInnen in der Automobilindustrie, sind es die Beschäftigten im Krankenhaus? Vergesellschaftung als strategische Orientierung kann, was ja wissen, der Titel für unser Wochenende ist,
kann diese Fragen dabei, glaube ich, nicht alleine beantworten, aber es gibt uns eine sehr gute und richtige und wichtige Richtung. Vergesellschaftung rückt Klimakämpfe, zum Beispiel für den Umbau der Industrie, in die Nähe der ArbeiterInnen. Sie sind nicht automatisch unsere GegnerInnen, weil auch nicht automatisch sie das Interesse ihrer Eigentümer oder der Besitzenden haben. Vergesellschaftung legt nahe, dass wir um ökologische und soziale Ziele gemeinsam kämpfen können. Vergesellschaftung legt nahe, dass die existierende und berechtigte Wut über die Zustände an die Richtigen, an die Verursacher adressiert wird, nämlich die Eigentümer dieser Konzerne. Doch nur der Fokus auf Vergesellschaftung löst diese Fragen nicht für uns. Der Fokus auf Vergesellschaftung ersetzt nicht eine Strategie zum Mehrwerden, er ersetzt nicht für uns die Aufgabe, wie wir verständlich kommunizieren und aus der Blase herauskommen oder gute Öffentlichkeitsarbeit machen. Vergesellschaftung bringt uns näher an Arbeitskämpfe, aber ersetzt nicht den ernst gemeinten Beziehungsaufbau zu Kolleginnen in den Krankenhäusern oder in den Stadtwerken, zu GewerkschafterInnen oder zu unseren Genossinnen im globalen Süden. Vergesellschaftung löst nicht automatisch die Frage, wie wir uns organisieren und wie wir uns beispielsweise zu Parteien verhalten. Es ersetzt nicht die Herausforderung, wie wir uns in Bewegungen umeinander kümmern und unsere internen Strukturen feministisch ausrichten. Und ein strategischer Fokus auf Eigentumsverhältnisse und Kämpfe klärt nicht automatisch das Dilemma für uns, wie wir Macht aufbauen ohne kämpferische Massenorganisationen der Arbeitenden, wie wir sie vor 100 Jahren noch deutlich mehr hatten und wo man dann halt zum Beispiel einen Generalstreik für Sozialisierung organisieren konnte. Das stellt uns vor eine Herausforderung, weil wir uns überlegen müssen, wie wir eine ökosozialistische Bewegung für Vergesellschaftung aufbauen in Zeiten, in der die Linke allgemein in der Defensive ist. Das Gute ist, wir fangen nicht bei Null an und es ist nicht hoffnungslos, weil, und wir brauchen vor allem Ausdauer, wir müssen verschiedene Formen von Kämpfen zur Vergesellschaftung auch neu ausprobieren. Wir können mit Vergesellschaftung in kleinen gewinnen, ohne das Große und Ganze aus dem Blick zu verlieren. Wir können Vonovia und RWE enteignen und den anderen Kapitaleignern dadurch das Fürchten lehren, was uns wiederum Kraft, Stärke und Hoffnung für nächste Kämpfe geben kann. Und wie ein sehr lieber Genosse von mir bei Kommune immer wieder sagt, Politik wird nicht aus der Ohnmacht über die aktuellen Kräfteverhältnisse gemacht, denn Veränderung ist immer drin. Und wenn die politischen Verhältnisse einmal in Bewegung sind und linke Kräfte in die Offensive kommen, dann weiß man wirklich nie, wie weit man kommt und wo man am Ende rauskommt. Vergesellschaftung lässt sich also als Abschluss nicht ganz einfach und auch nicht zuvorderst am Reißbrett planen und das ist auch nicht ganz schlimm. Vergesellschaftung ist die Eigentumsfrage, ist die Demokratisierung von Wirtschaft, ist eine ökosozialistische Transformationsstrategie, eine Reform, aber auch ein bisschen Revolution, ist Gemeineigentum statt privates Recht auf Zerstörung und Ausbeutung. Vergesellschaftung war und ist ArbeiterInnenbewegung, ist Klimakampf und ist potenziell Aufbruch und Hoffnung, dass es wirklich besser werden kann. Vergesellschaftung ist Zuversicht, dass man um das Große und Ganze sehr konkret kämpfen kann, ohne ohnmächtig zu werden, vor diesen Herausforderungen und davor, wie furchtbar diese Welt gerade eingerichtet ist. Das heißt für uns an diesem Wochenende, dass die Form, die Vergesellschaftung als Strategie in den konkreten Kämpfen annehmen soll, dass wir die nicht jetzt schon wissen müssen oder vorbestimmen müssen. Nicht jeder Kampf um Vergesellschaftung muss Volksentscheid und Artikel 15 Grundgesetz sein wie in Berlin. Vergesellschaftung kann aber der Kompass sein, nach dem wir unsere verschiedenen Kämpfe ausrichten, auf den wir uns gemeinsam miteinander sozusagen strategisch orientieren wollen, der uns zusammenbringt und uns zusammenhält in einzelnen Sektoren, in den Kämpfen, in unseren Kämpfen in den einzelnen Sektoren und der uns in einem langfristigen gemeinsamen Ziel zusammenhält. Die Bündnisse, die Praxisformen, die Forderungen in den einzelnen Feldern und in den einzelnen Sektoren werden sich bestimmt unterscheiden und ihre Formen können wir im Vorangehen und im Kämpfen auch noch genauer bestimmen. Am Ende ist Vergesellschaftung die hoffnungsvolle Strategie, dass der Kampf, den Besitzenden die Kontrolle über unsere Lebensgrundlage zu entreißen, also diejenigen zu enteignen, die sich unrechtmäßig und sehr häufig gewaltvoll den Boden, die Fabriken, die Naturschätze, die Wohnungen und die Krankenhäuser genommen haben und sie ihr eigen nennen, also diese Enteigner des Gemeineigentums wiederum zu enteignen. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, denn niemand wird uns vor dem Kapitalismus und dem Klimakollaps schützen, außer wir uns selber,
Das heißt im Umkehrschluss, wir haben wirklich wenig zu verlieren, aber eine Welt, die nicht komplett in Flammen aufgeht, zu gewinnen. Und das Schöne ist, wenn wir mit der Eigentumsfrage kämpfen, dann haben wir nicht nur einen Planeten zu gewinnen, der nicht nur brennt, sondern eine Welt, die nicht nur den wenigen gehört und in der sehr viel weniger Leid für sehr, sehr, sehr viele Menschen möglich ist. In der es also etwas zu gewinnen gibt. Es heißt also nicht entweder oder, es heißt für demokratisches Gemeineigentum, für alle und für immer. Darunter machen wir es nicht, dafür organisieren wir uns und auch an diesem Wochenende. Und euch und uns allen viel Spaß dabei. Danke euch.